Zum allerletzten Punkt kommen wir dann: eigene Daten nachladen, falls man eigene Funktionen oder Methoden schreiben möchte oder sogenannte Helperklassen erstellen mag, kann man dies auch gern tun. So, zunächst einmal, was ist ein Virtoma-Template? Ein Virtoma-Template ist im Grunde eine Kombination aus einem Virtoma-Theme, das nur für den Shop-Bereich zuständig ist und diesen neu gestaltet, und einem Joomla-Template. Beides zusammen in Kombination nennt man dann folglich ein Virtoma-Template. Es greift, wie gesagt, sowohl im Shop als auch in allen Standard-Joomla-Views und nicht nur in einem der beiden Bereiche. Man unterscheidet zwischen sogenannten CSS-Overrides und richtigen Code-Overrides, die sich darin unterscheiden, dass ein CSS-Override, wie der Name schon sagt, aus einer einzigen CSS-Datei bestehen kann, die sowohl im Template als auch innerhalb des Themes geladen werden kann. Das ist egal, wo man die lädt. In einem Virtoma-Template, wie Sie von uns vielleicht kennen, haben Sie dann ein richtiges Code-Override. Das heißt, wir überarbeiten den gesamten Code, schieben die Elemente von oben nach unten, von rechts nach links, wie wir sie halt gerne haben möchten für das entsprechende Produkt. So, nun kommen wir dazu, was ist ein Override überhaupt? Ein Override ist im Grunde ein Überschreiben der bestehenden Ausgabe einer View oder einer Komponente oder eines Moduls. Es wird automatisch geladen, sobald es angelegt wird. Wie es angelegt wird, zeige ich Ihnen jetzt gleich im nächsten Punkt. Es muss also nicht manuell aufgerufen werden oder geladen werden oder sonst was. Ein Hauptvorteil, wofür man die Overrides überhaupt erfunden hat, ist, es wird bei einem Update des Joomla-Templates wird das entsprechende Override nicht überschrieben. Oder falsch, das Template-Override wird natürlich überschrieben, aber das Modul selbst nicht. Das heißt, wenn Sie das Modul, nehmen wir zum Beispiel die Komponente Virtomat, installieren in Version 2.0, das Override sich innerhalb des Templates befindet und Sie danach updaten auf die aktuellste Version, Moment 2.0.22, wird das Template-Override nicht überschrieben, sondern erhalten. Das heißt, Ihre Änderungen gehen dabei nicht verloren. So, wo befindet sich ein Override? Es befindet sich immer im Template-Ordner des aktuellen Joomla-Templates. Wie Sie anhand hier dieses Codes sehen können, ist das zum Beispiel die Komponente. Das wäre jetzt in unserem Fall Components, Convertomat, Views und dann halt so weiter. Da zeige ich Ihnen mal kurz an einem Beispiel, wie man an diese Adresse überhaupt kommt. Da hast du schon einen Link. So, anhand der URL kann man jetzt oben an der Variable Option sehen, wo man sich befindet, in welcher Komponente, also in unserem Fall ist ComVirtomat. Und gleichzeitig auch noch am Ende der URL die View, die aktuell geladen ist, also Virtomat. Das heißt, Virtomat wäre jetzt der aktuelle Ordner in der Komponente, in dem wir uns befinden. Wenn ich nun jetzt wieder in die Präsentation gehe. So, wir haben also jetzt hier in Components, ComVirtomat und die View wäre dann aktuell Virtomat und dann TMPL. Das kann ich Ihnen auch nochmal anhand des Ordners zeigen. So, wären wir also hier bei Components. Ich hoffe, das können alle sehen. Dann hier unten ist dann der Ordner ComVirtomat drin und hier ist der Ordner Views und hier ist das, was hinter dem View in der URL steht, also die aktuelle View Virtomat, die Startseite quasi. Innerhalb dieses Ordners haben wir einen TMPL-Ordner, in dem befinden sich alle Seiten, also alle Dateien, die für diese Seite benötigt werden. Default ist also die Startseite. Da können Sie hier doch direkt den Code sehen. So, nun wären wir also da, wo man den Ordner findet. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie erstellt man dann das entsprechende Override, um das im Template zu überschreiben und mit seinen eigenen Inhalten zu füllen. Das ist ein bisschen unterschiedlich in der URL zum Pfad. Das heißt, der obere Ordner hat immer diesen Views und View-Ordner noch in der URL drin, in der Adresse. Den gibt es im Template dann nicht mehr. Dann schreibt man nur noch, wie hier unten angegeben, die Komponente rein
und arbeitet direkt in der View weiter und vergisst diesen Views-Ordner. Das heißt, man kann der Ordner also nicht den kompletten Virtomat-Ordner, den originalen, kopieren, sondern muss schon ein bisschen auf die Struktur der Dateien achten. Ich lege es einfach mal eins als Beispiel an. So, hier haben wir also eine komplett neue Joomla-Installation mit einem Virtomat drauf, blank. Nun gehen wir in den Templates-Ordner. Hier oben einfach, das ist das Root-Verzeichnis der Joomla-Installation. Und dann in den Templates-Ordner und dann wählen Sie Ihr aktuelles Joomla-Template aus. In diesem Fall jetzt Beast 2.0, das Standard-Template. Dort findet man den vorher im Pfad angegebenen HTML-Ordner. Sämtliche Overrides, die man in Joomla erstellt, werden immer in diesen Ordner kopiert. In einem blanken Template ist natürlich jetzt noch keiner drin. Das heißt, ich werde jetzt hier einen anlegen, speziell für Virtomat in unserem Fall. Warum sucht er jetzt? So, nächster Versuch. So, das ist schon mal der Grund-Override-Ordner für die Komponente Virtomat. Nun wollen wir zum Beispiel ein Override für die Produktseite erstellen. Dafür schauen wir zuerst, wie heißt die View. Das kann man auch wieder anhand der URL sehen. Nehmen wir zum Beispiel mal die schöne Säge hier. Dann sieht man hier oben an der View wieder, der Name der View ist Product Details. Das heißt, wir müssen also ein Override erstellen für die Produktdetailseite. Die muss dann immer genau den gleichen Namen haben, den Sie vorhin in der URL gesehen haben. So. Dort gehen wir nun rein, erstellen eine neue Datei. Diese nennen wir jetzt default.php, das ist der Standardname der Virtomat-Dateien eigentlich in jedem Fall. So, das war eigentlich schon mal das Erstellen eines Overrides. Mit dieser Datei kann man jetzt machen, was man möchte. Probieren das einmal aus. So, nun sehen wir hier unsere Datei, die ist natürlich jetzt leer. Ob das Ganze jetzt funktioniert hat, kann man ganz einfach testen, indem man mal einfach ein Hallo Welt in die Datei schreibt und anschließend die Seite neu lädt. Dann sollte eigentlich nur noch unser Hallo Welt erscheinen innerhalb der Ausgabe der Komponente. Das war soweit das Erstellen eines Overrides im Grunde. Virtomat bietet einem zum anderen auch noch die Möglichkeit, für eine Seite, wie zum Beispiel die Produktdetailseite, jetzt mehrere Dateien anzulegen. Das heißt, ich kann jetzt eine zweite Datei anlegen. Diese nenne ich jetzt zum Beispiel default2.php. Dort gebe ich jetzt als Beispiel mal Hallo zweite Seite aus. So. Einige werden es vielleicht schon wissen, dann kann man im Backend des Virtomat Shops, hier ist es, über die Komponente Virtomat dann mache ich das jetzt Beispiel jetzt mal für zum Beispiel eine Kategorie. Geht man einfach auf die Kategorie Übersicht, zum Beispiel die Power Tools hier.
kann man hier unten für die Produktdetailseite, wenn man das auf No Override stellt, nimmt er immer das Standardwert. Das heißt, er nimmt dann immer die Default.php. Sobald man jetzt eine zweite Datei angelegt hat, wie jetzt in unserem Fall die Default 2, kann man diese in diesem Auswahlfeld auswählen und dann wird für die Kategorie und für alle Produkte, die innerhalb dieser Kategorie sind, die zweite alternative Detailseite verwendet. Soweit alles klar? Wenn es Fragen gibt, dann einfach melden. Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Falls Fragen sind, können Sie gerne direkt stellen oder auch nach dem Vortrag. Das ist mir egal. Gut, also keine Fragen. Dann mache ich direkt mal weiter. So. Nun einer der wichtigen Punkte, CSS und JavaScript. Ihr habt die Möglichkeit, innerhalb eines Overrides auch eigene CSS- und JavaScript-Dateien zu laden, um damit halt das Template entsprechend anzupassen. Dies geht ganz einfach über die folgenden Codes hier. Also über $doc muss man erstmal das Dokument laden. Es geht über die Klasse und Funktion jfactory-getDocument. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Vermutlich werden die viele kennen. Das Doc ist egal, wie man das benennt. Das kann man halt nach Belieben benennen, wie man es am besten mag. So, und nachdem man dann das Dokument einmal geladen hat, sind auch die entsprechenden Funktionen des Dokuments verfügbar. Das heißt, da gibt es Funktionen wie addStyleSheet, über die man eine CSS-Datei hinzufügen kann. Dann gibt es die Funktion addScript, über die kann man JavaScript-Dateien hinzufügen. Die sind eigentlich recht einfach zu verwenden. Man benutzt also immer die oben festgelegte Variable, wie zum Beispiel hier $doc. Und dann mit dieser Pfeil, also ein Bindestrich und eine eckige Klammer. Und danach direkt die Funktion wie addStyleSheet zum Beispiel. Und dann innerhalb zwei runder Klammern gibt man den gesamten relativen Pfad der Datei aus, die man verlinken möchte. Ja? Ja. Genau. So, ich werde mal ein kurzes Beispiel zeigen, wie man diese Dateien. Gut, danke für den Hinweis. Dann zeige ich mal ein Beispiel. So, legen wir zuerst mal, ich mache es jetzt mal innerhalb des Overrides, damit man halt alle Dateien an einem Ort hat. So, ich lege mir hier mal einen neuen Ordner an, den nenne ich einfach CSS. Dort packe ich eine Style-CSS rein, die jetzt aktuell natürlich noch leer ist. Kurze Information, den Folder-CSS, den wir jetzt hier nur rein in den HTML-Folder, dass man besser das zeigen kann, das kann auch im Template-CSS-Folder vom Template liegen. Also wo das Ding spielt keine Rolle. Gut. Zum Test einfach mal die Schriftgröße etwas anders. So, nun wird die Datei natürlich noch nicht geladen, obwohl sie vorhanden ist. Das heißt, wir müssen in unser Override hier wieder gehen, in das, wo ich eben Hallo Welt reingeschrieben habe, und dort das Dokument, wie in der Präsentation gezeigt, kurz laden.
das war es schon. Das heißt, das Dokument ist jetzt geladen und die Inhalte sind verfügbar und können halt bearbeitet werden. So, das ist der Grundbefehl, den ich eben schon mal gezeigt habe, wie man ein Stylesheet hinzufügt. Nun muss ich nur noch den Pfad zu der Datei halt angeben. So, das ist also die Base-URL, das ist also das Root-Verzeichnis des Joomlas, dem ich jetzt mit mehreren Slash, also jetzt gehe ich von dem Root-Verzeichnis aus, dann in den Templates-Ordner, wie hier, anschließend in das Bees-Verzeichnis. Danach in das HTML-Override-Verzeichnis, dort in com-virtumat. Dann natürlich den CSS-Ordner und gebe dort den Namen der Datei an. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, sieht man das natürlich dann auch im Frontend schon. Wenn man jetzt nicht weiß, ob die Datei schon geladen wurde oder nicht, kann man das ganz einfach überprüfen, indem man sich den Quelltext der Seite anzeigen lässt. Dort sieht man also alle geladenen Dateien innerhalb des Head-Bereichs hier. Hier. Dort sind hier Links, sind meistens CSS und hier unten sind die Skripte. So, und jetzt sieht man hier, dass unsere Datei geladen wurde. Und sobald man jetzt hier draufklickt, müsste auch der Inhalt der Datei angezeigt werden oder man vergleicht halt einfach den Pfad, ob der schon so richtig ist oder nicht. Templates, Bees, HTML, Virtumat, CSS, Style. Sieht gut aus und hat auch funktioniert. Bitte? Ah, das kann sein, das ist ein kleiner Speichertippfehler. Das mal zum Test ein bisschen größer, dass man auch sieht. So, wie man sieht, passiert jetzt hier nichts. Da kann ich auch gleich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und komme da jetzt gleich nochmal drauf zurück. Da kommen wir nämlich direkt zu unserem nächsten Punkt. Zuerst möchte ich einmal darauf hinweisen, dass man auch direkt den Code innerhalb des Dokument-Overrides über diese sogenannten Inline-Styles hinzufügen kann. Das geht dann nicht über Add-Style-Sheet, sondern oder über Add-Script, sondern über Add-Style-Declaration. Das heißt, man kann direkt den Code innerhalb der Datei verwenden, sollte man aber nicht machen, man soll eigentlich immer alles auslagern in externe CSS-Dateien. So, und hier komme ich jetzt auf den nächsten Punkt. Die Browser-Developer-Tools. Diese sind einem sehr nützlich, zum Beispiel um CSS-Regeln zu finden oder wie ich jetzt gleich in meinem Beispiel zeigen werde, warum eine CSS-Definition nicht greift oder nicht funktioniert. Zum Zweiten können sie einem enorm dabei helfen, die Ladezeiten zu analysieren oder halt, wie in meinem Fall gleich, Fehler zu finden. Von 404-Fehler über JavaScript-Fehler, CSS-Fehler, bis hin zu Ajax-Requests, die analysiert werden können. So, dieses... Bitte? Ja, Moment. Oder ich zeige das Bild einfach vorher. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, auf der rechten Seite sehen Sie in der rechten Spalte direkt die Stile und Definitionen, die auf das aktuell ausgewählte Element, was in der linken Hälfte des rechten Fensters dunkelblau hinterlegt ist, zum Beispiel hier dieses Span-Class-Price-Sales-Price,
hat die Stileigenschaften, die rechts dargestellt werden. Gleichzeitig ist das Element direkt auf der linken Seite hier grafisch hervorgehoben, wird es im Chrome-Beispiel sogar mit den Maßen ausgegeben. Das heißt, man weiß immer genau, wo man sich befindet und wo man nach eigentlich sucht. So, das Element finden Sie ganz einfach, findet ihr ganz einfach mit einem Rechtsklick. Im Deutschen heißt das einfach Element untersuchen, beziehungsweise hier Inspect Element. Dann geht hier diese untere Bar aus, die kann man auch einzeln stehen machen, wie in dem Screenshot zu sehen. Dann hat man hier unten diese Lupe, mit der kann man ein Element auswählen, einfach anklicken und dann innerhalb des Codes kann man hier direkt live sehen, welche Elemente gibt es und das entsprechende Element direkt auswählen. Der springt dann auch innerhalb des Developer Tools direkt zu diesem Element hin und hier müsste dann eigentlich der CSS-Code, den ich in meiner Style-CSS eingegeben habe, angezeigt werden auf dieser rechten Seite. So, hier haben wir ihn. Hier kann ich mir direkt mit einfach einer Maus über die Datei fahren und man wird direkt der Pfad angezeigt. Das heißt, ich weiß genau, dass das jetzt meine Datei ist. Dann ist natürlich die Frage, warum greift der Stil nicht in meinem Fall jetzt? Er wird zwar erkannt und ausgegeben, jedoch durchgestrichen heißt, er wird von einer anderen Datei überschrieben. Das kann ein Modul sein, das kann das Joomla-Template sein oder irgendetwas anderes. Und dann schauen wir halt hier, dass dieses All meine CSS-Definition überschreibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das All her, was ist das und wovon wird es überschrieben? Hier sieht man jetzt, das wird von der Layout-CSS des Templates überschrieben. Das ist immer ein blöder Fall, weil zum Beispiel IDs, wie hier, die mit der Raute angesprochen werden, immer die normalen CSS-Definitionen, wie jetzt bei mir, ohne eine Raute oder Klasse überschreiben. Das Problem ist dann also, dass hier diese All-ID ist und mein Code hier drin es greifen würde. Das heißt, ich muss jetzt in meinem Fall diese All-ID auch vor meine CSS-Definition schreiben. Also ich gehe nochmal zurück. So, ich habe jetzt hier den Body genommen. Genau, ich müsste jetzt quasi die Ebenen tiefer gehen, bis ich hinter dieser ID bin. Oder, was man nicht machen sollte, die Schriftgröße mit einem Important-Tag innerhalb des CSS überschreiben. Das ist also hart. Das sollte man nicht machen, weil wenn man das dann natürlich noch eine Ebene tiefer nochmal überschreiben möchte, dann kommt man etwas durcheinander später. Bis hin man irgendwann bei dem Punkt ankommt, dass man das gar nicht mehr überschrieben kriegt. Das ist vor allen Dingen problematisch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Template verwendet und der Designer von dem Template hat jetzt schon alles in seiner CSS-Definition mit Important gefleckt, kriege ich das zum Beispiel in meinem Override hinterher nicht mehr überschrieben, weil das Important immer mehr zählt, als wenn ich jetzt wie er mit einer ID dann anfangen würde. Das heißt, ich kann dann im Override die Sachen, die in dem Template stehen, kriege ich nicht mehr überschrieben. Deswegen das Importen nur wirklich nur dann, muss es gar nicht mehr anders geht, in Ausnahmen. Also, ja. Genau, also die IDs, die gehen grundsätzlich immer vor. Also die Frage ist, warum nimmt, warum nimmt man das? Welcher Vorteil ist, damit ich die Style-Definition, die es schon gibt, überschrieben kriege. Wenn jetzt einer mit einer normalen Klasse in seinem Template arbeitet, muss ich ja in meinem Scene das wieder überschreiben. Das kann ich dann entweder mit einer ID machen oder durch die Reihenfolge. Wenn jetzt meine CSS-Datei später geladen wird, ist es aber nicht immer garantiert. Ja, warum nicht? In diesem Fall ist das schlichtweg so gemacht, weil das Template dich zwingen will, darin diese Code nicht zu ändern. Oh, right. Also, das ist so disziplinierend eigentlich gedacht. Vor allem könnte man jetzt halt auch innerhalb des Overrides ja eine eigene ID setzen, die dann
genau. Geht es in diesem Fall nicht, weil wie, ich glaube, du hattest das gesagt, dass der Body ja bereits vor diesem div all steht. Das heißt, ich könnte jetzt nicht div all schreiben, also mit ID davor und dann den Body ansprechen. Das wäre... Ich packe es... So, dafür gehe ich jetzt einfach wieder in meinen Override, wo ich die CSS-Datei lade. Baue mir mein eigenes Div, was ich jetzt zum Beispiel Virtumat Override nenne. Nehme dann das Echo Welt hier oben mal raus und verschiebe es ganz einfach nach hier unten. So, kurze Demonstration. Das CSS greift jetzt. Na, wo ist er denn? Greift jetzt natürlich immer noch nicht, weil es hat sich ja an der CSS-Datei bis jetzt nichts geändert. Das heißt, wenn ich meine Änderung jetzt also wirksam machen möchte, muss ich die ID von diesem Container, der jetzt der nächste übergeordnete, das nächste übergeordnete Element über meine Ausgabe ist, muss ich dann den CSS voranstellen. So. Das heißt, darüber gibt es jetzt nur mein eigenes Element. Und dann greift auch die Schriftdefinition. Kann man hier wieder sehen. Jetzt ist das ganze Spiel also umgedreht. Mein Schriftwert steht jetzt ganz oben und überschreibt den Wert des All-Elementes, was ja darüber liegt. Das heißt, bis hier, bis zu meinem Element gilt noch die Definition von All und ab meinem Element gilt dann mein eigenes, weil es nachträglich geladen wird und meine eigene ID vorne ran steht. Soweit alles klar? Gut. Ich habe das jetzt mal vorbereitet mit unserem eigenen Free-Template, was wir bei uns auf der Seite auf jagendo.com unter dem Blog finden, so für jeden frei downloadbar. Das können wir dann zum Beispiel als Basis nehmen für eure eigenen Templates. Das ist also ein komplett fertiges Virtumat-Template mit einem, wie jetzt von mir testweise angelegten Override. Und gestaltet also das komplette Joomla inklusive des Shop-Bereiches. Ich habe hier eine zweite Installation schon mal vorbereitet. Das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, man hat sein eigenes Joomla-Template und hier den eigenen Theme-Bereich. Dementsprechend ändert sich natürlich auch dann der Override-Ordner von Virtumat selbst. Ich gehe jetzt mal hier in die neue Installation, habe hier mein eigenes Joomla-Template. Wieder den HTML-Ordner, wie bekannt, den COM-Virtumat-Ordner. Und hier ist jetzt schon mal für jede View, die es gibt, ein Override angelegt. So zum Beispiel die Produktdetailseite. Ist dann natürlich etwas komplexer, weil da natürlich die ganzen Produktdaten schon mal ausgegeben werden. Das heißt, vom Grunde an könnte man natürlich jetzt, wie ich es eben gemacht habe, eine Default PHP anlegen und die komplett selbst füllen. Ist natürlich sehr viel Arbeit. Alternativ könnte man halt einfach die Originaldatei von Virtumat dort reinkopieren und anpassen oder halt zum Beispiel, jetzt wie bei uns in dem Fall, das Free-Template benutzen, weil der Codeaufbau von der Struktur her, also jetzt nicht nur von rein optisch her, eine sehr große Rolle spielt, wie man sich in der Datei nachher zurechtfindet.
Das heißt, so, wenn man das alles schön einrückt und halt am besten auch noch mit Kommentaren versieht, wie hier, findet man sich dort eigentlich sehr leicht zurecht und kann das ziemlich leicht anpassen und gestalten, wie man halt gerne möchte. Ja, soweit noch Fragen? Stimmt. Ich komme vor, noch einmal kurz auf die Developer-Tools zu sprechen. Wie jetzt zum Beispiel, hier sieht man ja, dass das ein roter Preis ist. Wenn man diesen jetzt anders gestalten möchte, was sehr viele Kunden uns fragen, wie ändere ich die Schriftgröße, wie ändere ich die Schriftfarbe oder wie tausche ich dies und jenes aus? Das heißt, einfach wieder das Element auswählen. Über die Lupe hier. So hat man das Element ausgewählt. Der springt dann auch direkt dahin und markiert das Element hier. So, dann sieht man halt hier zum Beispiel, wo die Schriftfarbe herkommt. Das heißt, man sieht jetzt in unserem eigenen Template wieder hier den Pfad der Datei. In diesem Fall wäre das jetzt die Yaxim CSS und sogar die Zeile, in welcher die Farbe definiert wird. Das heißt, man kann das jetzt im Frontend hier schon testen, wenn man jetzt den Preis auf zum Beispiel Blue ändert, wirkt sich das auch direkt hier aus. Das heißt, der Preis wird direkt blau. Ja, wie Simon schon sagte, man kann das halt hier mal lustig hin und her probieren. Passiert ja nichts an der Datei. Sobald man die Seite neu lädt, gehen die Änderungen hier in dem Tool auch wieder verloren. Das ist also. Das ist. Es ist Geschmackssache, aber ich finde, der Firebug ist ein bisschen langsam geworden. Das heißt, wenn man den jetzt mal 2 Stunden laufen lässt und mit dem richtig arbeitet, auch 100 Seiten Reloads macht, dann wird der schon lässiger. Also man muss den neu starten, dann zwischendurch schon mal komplett beenden, damit er wieder frisch wird und dann das mal in vernünftigem Tempo macht. Aber sonst ist das eigentlich egal, wie man das macht, womit. Gut, soweit noch Fragen? Ja, das ist so ein Rechnungsformular, wo man das als PDF dann abspeichern kann. Gut, noch weitere Fragen? Ja? Habt ihr das hier beachtet in diesem Demo-Tempel?
Das Demo. Ja, das Demo-Template ist natürlich aufgebaut auf Virtomat. Und der ist ja in der 2.0er-Version aktuell noch nicht recht sicher, sage ich jetzt mal. Genau. Gut, noch weitere Punkte? Dann zeige ich mal kurz was zu dem Punkt Fehlersuche, den ich eben gezeigt habe. Das Problem mit dem CSS, was ich gerade eben hatte, war ja nur eins von vielen Beispielen, was auftreten kann. Das Tool bietet einem natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel hier oben hat man über Network die Möglichkeit, sich sämtliche Daten anzeigen zu lassen, die beim Laden der Seite aufgerufen werden. Simon, wie kriege ich das denn jetzt hier wieder klein? Ah. So, normal müsste ich jetzt die Seite hier neu laden. So, beim Laden, wenn man beim Laden der Seite also dieses Tool offen hat, sieht man hier sehr schön, welche Daten alle geladen werden. Da wird also wirklich jedes Bild aufgeführt, jede Datei, auch CSS-Dateien. Das kann man hier natürlich auch schön nach Typ sortieren, das heißt Bilder nach oben oder andersrum. So, hier sieht man also, ob das JavaScripte sind oder CSS-Dateien, Bilder, also alles, was halt geladen wird. Sobald eine Datei geladen wird, wie zum Beispiel unsere Style-CSS, aber dann der Pfad falsch angegeben wurde, taucht das hier automatisch mit einem roten Fehlermeldung auf. Ich kann das als Beispiel mal gerade tun. So. Wo bin ich denn hier? Eine grundsätzliche Frage. Gefällt euch das so, dass wir da auf die Probleme eingehen, die es gibt, oder so auch in den Querzeit zeigen, wie man was ja ein Joomla-Template oder ein Override für Virtomat nichts anderes als ein Override für jede andere Komponente. Ja, das war schon mal anders. Genau, ja, da waren es halt 7, aber jetzt, das sind Virtomat 2 ja zum Glück so, dass alle Views und so auf diesen MVC oder also gut, ich mach gleich nochmal. Jedes andere Override im Grunde, nur dass halt, es ist komplexer von der Struktur. Also ich mach gleich nochmal kurz, wie man an die Optionen von Virtomat kommt. Da kurz die Frage von mir, wann hast du dir denn den Virtomat angeschaut? Den 1er oder den 2er im frühen Stadium? Oder? Das wird noch der 1er gewesen sein. Ja gut, das ist natürlich... Nur, um mich langfristig abzuschrecken. Ja, das war natürlich der 7-Ordner sehr unübersichtlich. Das sagt man von Schüler 1 ja auch. Ne? Ja, zu Recht. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich mache jetzt mal als Beispiel das Template kaputt. Ich denn die CSS finde. So, meine Theme CSS wird also hier geladen. Wenn ich jetzt den Pfad falsch hätte, so zum Beispiel mit einem Tippfehler oder es kann alles Mögliche sein.
So, und dann die Seite neu lade, sieht man zunächst einmal, es ist kaputt. So, nun habe ich aber hier in diesem Tool direkt, was sich beim Seitenneuladen direkt aktualisiert. Stimmt, hier hat man schon einen Hinweis auf den Fehler, also ein Fehler. Die CSS-Datei wurde nicht gefunden. Dann kann man natürlich hier direkt den Pfad vergleichen und sieht dann, wie ich jetzt zum Beispiel, aha, ich habe da falsch geschrieben, kann er natürlich nicht finden. Das Ganze taucht auch hier oben in der Liste auf. Das heißt, ich sortiere das jetzt mal direkt, dass die Fehler ganz oben stehen. Dann sehe ich hier direkt, Aufruf der und der Datei hat nicht funktioniert. Muss ich nochmal prüfen. Ich repariere das Ganze jetzt mal einfach nicht. Des Weiteren hat man natürlich die Möglichkeit, sich hier über die Konsole mögliche JavaScript-Fehler oder aber auch den CSS-Fehler in unserem Fall jetzt anzeigen zu lassen. Ist auch ein ganz nützliches Tool. Das heißt, wenn eine JavaScript-Datei einen Fehler verursacht, taucht die hier auf. Man kann das Ganze dann anklicken und sieht dann, in welcher Datei ist der Fehler, bis hin zur Zeile und kann das Ganze dann halt beheben. So, dann hatte ich eben erwähnt, dass man hiermit natürlich auch die Ladezeiten der Seite optimieren kann. Ich mache das jetzt mal wieder groß. So, hier sieht man also erstmal die Dateigröße. Und hier sieht man anhand der Ladezeiten, dass jetzt zum Beispiel hier ein großes Bild drin ist, weil welche Dateien zum Beispiel die Seite ausbremsen können. Kann man auch wieder sortieren, von lang nach kurz. Was haben wir denn hier? Das meiste lädt zum Beispiel hier dieses Bild, lädt 0,374 Sekunden. Das heißt, das ist natürlich jetzt nicht viel, aber wenn man jetzt irgendwelche JavaScripte hat, die auf einmal 5 Sekunden laden, dann sollte man mal überdenken, ob man die nicht komprimiert oder ob man die überhaupt benötigt. Ja, soweit klar. Soweit keine Fragen hier. Dann gehe ich mal wieder in das Override unseres Free-Templates jetzt als Beispiel. So. Zeige ich mal anhand der Produktdetailseite. Ich lade die zuerst mal hier. Hat man hier die Anordnung, das Bild ist zum Beispiel links, der Text hier oben, darunter kommt dann der Preis und die Beschreibung und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt natürlich fragt, ich möchte jetzt das Bild zum Beispiel rechts haben und den Text links oder den Titel unter den Preis schieben oder den Add to Cart-Button ganz oben haben, was natürlich wenig Sinn macht. Ja, das Preis neben den Button. Ja, der Preis wird morgen. Das Problem in dem Fall ist dann, dass dann diese Dropdown etc. PP auch werden. Das ist jetzt vom Platz in dem Tempo. Ist schon aussehen. Ich schiebe den einfach mal nach oben über die Beschreibung, dass man das Prinzip sieht. Wenn man dann am Schluss noch Zeit haben, zeigen wir gerne auch den spezifischen Fall. Ist das okay? Ja? Gut. Dann nehme ich mal, wir haben natürlich hier den Code jetzt schön eingerückt und strukturiert, das heißt, man sollte da eigentlich nicht lange suchen, um jetzt zum Beispiel den Add-to-Cart-Button zu finden. Das heißt, das Wichtigste an Template-Entwicklung ist eigentlich alles wie hier schön kommentieren, damit man das auch nachher nochmal wiederfindet. Wie zum Beispiel hier sehen wir dann, aha, hier fängt der Preis an, hier unten hört der Preis auf. So kann ich jetzt natürlich die Liste durchgehen, bis ich sehe, ah, hier ist der Add-to-Cart-Button. Das heißt, den nehme ich mir jetzt komplett, kopiere den einmal, lösche den dann hier und gehe jetzt zum Beispiel mal direkt unter den Preis. Na? Wo ist er denn? Also
Hier fängt der Preis an. Jetzt möchte ich das direkt unterhalb des Preises ausgeben, füge das dann hier wieder ein, lade das Ganze neu. Das hat natürlich nicht funktioniert. Oder? Doch, hat wohl funktioniert. CSS-Datei genauso machen können. Da hätte ich nur eine CSS-Datei laden müssen, dann hätte ich den Preis ändern können. Das aber kriege ich meistens dann nicht mehr über pures CSS hin. Also ich muss dann halt wirklich HTML-Elemente verschieben und mache das jetzt eben nicht in dem original Virtmod-File, was dann ja nach dem Update wieder weg wäre, sondern mache das halt in einem Override, sprich ich kann Virtmod updaten, aber meine Änderungen bleiben noch vorhanden. Ich muss eventuell natürlich ein paar Sachen nachpflegen, wenn im Virtmod-Template mal was geändert wird oder so. Aber ich muss halt nicht jedes Mal mein komplettes Template wieder neu bauen. Das heißt, es ist aber nichts aus. Ja, das war schon mal die Grundlage der Erstellung eines Virtmod-Overrides bzw. Virtmod-Templates. Jetzt kann man natürlich den Code weiter strukturieren mit sogenannten Includes. Da gebe ich dann mal ab an meinen Kollegen mit dem Hut. Ich weiß gar nicht, ich finde es kurz die Frage, wann ist denn Pause hier, dass wir die einhalten? Ja gut, das passt ja wunderbar.